So. Genau, warte mal, das muss ich noch schnell machen, sonst. Sonst bringe ich hier was durcheinander. Hey, voilà. So, wo habe ich den Chat? Da habe ich den Chat. So, das war 100% Aquaria. Aber jetzt haben wir immer noch nicht den Geldsack gefunden, damit er uns das Klettern beibringt, damit wir auf der Anfangskarte, wo wir... Da wollte ich eigentlich noch nicht rein. Wo fliegen wir jetzt rein? Dann machen wir das Level. Den Sonnenstrand. Wollte Spyro nicht eher an den Strand? Wir haben den jetzt noch nicht gefunden, wo der uns beibringt, wie man klettert. Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn er das uns auch mal noch irgendwie verraten würde. Wegen, dann könnten wir das erste Level nämlich auch noch abschließen. Oh. Ja, ich bin niedlich. Kenne ich eigentlich durch YouTube. Echt? Also bist du auch ein Streamer, ja? Guck mal, wie goldig! Hallo Spyro! Gut, dass du hier bist. Bringst du die Babyschildkröten da drüben in Sicherheit? Ich wäre dir so dankbar. Ja, mach ich sofort. Mehr oder weniger? Na, ist doch schön, wenn meine Tutorials und so dir geholfen haben. Freut mich das natürlich. Und wenn dann das größere Update mal irgendwann rauskommt für, hier, Diggi, kann man dich? Perfekt. Einmal drauf, da drauf bleiben, dankeschön. Dann freut mich das natürlich. Und wenn das Update dann irgendwann kommt, das größere mit den ganzen Änderungen, werde ich da auch mal wieder ein bisschen aktiver, was das betrifft, aber ich habe ja jetzt erstmal meinen YouTube-Kanal noch so ein bisschen aufgeräumt gehabt und umgemodelt und bla. Und wie kriegen wir die Kiste hier kaputt? Bestimmt durch ein Feuerarten upgraden. Und aufgeräumt gehabt. Und probiere mich halt jetzt parallel so ein bisschen in der LP-Szene aus. Meine Website ist auch mega geil, dankeschön. Oh, gut. Ich kann die Kleinen nicht abfackeln. Ich dachte schon. So, Diggi. Du chillst da ja echt gut, aber einmal... Na? Ja, guck nicht so grimmig. Einmal da in die Richtung. What? Okay, also hierfür brauchen wir irgendwie einen Feueratem oder so. Kann ich mal stark davon ausgehen. So. Ja. Ich packe mir mal direkt ab. Diese Seesterne. Die wären ja eigentlich auch was für mich, ne? Also als Logo oder so. Ah, hier bekommen wir auf jeden Fall schon mal den Feueratem. Gehe ich einfach mal davon aus. Okay, wo haben wir eine Schildkröte? Hier gar nicht. So, was hat denn der für uns für eine Aufgabe, der gute hier? Die Wasserbauer haben die meisten Babyschildkröten gefangen und in unglaublich stabile Kisten gesteckt. Mit einem stärkeren Flammenangriff könntest du die Kisten vielleicht aufbrechen und sie befreien. Das machen wir auch mal, glaub mal. Aber dafür muss ich erstmal noch ein paar Gegner besiegen, damit wir das auch freischalten. Ah, da war ich schneller als du. Warum brauchen Seesterne Schwimmanzüge? Oder was? Oder was zeigt? Oh, okay. Ja. Warum greift ihr mich denn an? Was seid ihr denn hier für Helden?
Kann man denn tauchen hier? Ja. Und ich dachte, die wären Friede-Dings. Ja, warte mal. Euch boxe ich von unten weg. Ich komme wie so ein Hai. Rausgeschossen. Sorry, ihr dürft... Manchmal mein Hirn ist 5 Jahre alt, wenn ich Spyro spiele. Das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Friede-Dings. Maxim, grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Man darf auch mal Kind sein. Ja, dadurch, dass ich sowieso 19 oder so bin, ne, ist die Differenz von reif sein und Kind sein eh nicht so weit auseinander. Von daher passt das schon. Ging schon mal besser. Mir geht's soweit ganz gut. Oben auf dieser Leiter steht ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Kannst du hochklettern und ihn aufhalten? Ich hab leider noch kein Klettern, weil ich den Geldgeier dafür noch nicht gefunden hab. So jung noch, ja. Nein, ich will Babykrötensuppe. Nix da. Wir müssen die befreien. Aber dann können wir das Level gar nicht richtig abschließen, weil dann da oben bestimmt Kugeln gibt. Das ist mies. Wir müssen also erstmal den Typen finden. Also den richtigen Geldgeier, der uns das Klettern beibringt. Nein, du drehst nicht um. Du bewegst deinen fetten Körper da auf die Plattform. Genau. Danke, junger Drache. Ja, dann müssen wir erstmal hier wieder raus. Können wir das Level gar nicht abschließen, leider. Aber wir haben den Talisman immerhin schon mal safe. Ich kann hier auch anpusten. Da müssen wir dann in der nächsten Runde gucken. Ja, guck, der hat nämlich 2. Ja, da müssen wir erstmal schauen, dass wir den Klettertypen finden. Gehen wir hier mal gerade raus nochmal. Das war ein böser Bauchklatscher. Das war ein böser Bauchklatscher. 953. Ich meine, wir dürften genügend Edelsteine dafür haben, ne? Damit er uns das Klettern beibringt. Aber dafür müssten wir den erstmal finden. Hey-ho. Oben auf dieser Wand habe ich was Glänzendes gesehen. Du könntest es dir sicher holen, aber dafür musst du klettern lernen. Du weißt ja nicht zufällig, wo dieser Geldgeier ist. Aber der kann ja dann eigentlich nur weiter hier vorne sein, oder? Wegen das Schwimmen ist ja schon auch eher ein Feature. Ach, guck mal, ich bin dann meistens wie so ein Delfin, ne? Erstmal. Nächsten Monat müsst ihr glauben, ja, ein fucking Jahr bist du dann schon Subscriber. Das ist echt incredible. Aber wenn du noch nicht gesehen hast, du hast ein neues Symbol vor deinem Namen, wo das jetzt rauskam offiziell mit dem VIP-Status für Twitch und so, habe ich dir als erstes direkt erstmal einen verpasst. So. Genau, in Glimmer war nämlich die erste Leiter. Und ich weiß nicht, ob auch ein Glimmer... Wir gehen nochmal gerade zurück. Ein Glimmer... Vielleicht steht er ja da. Jetzt vielleicht. Um das Klettern zu lernen. Und wenn, dann müssen wir mal schauen. Vielleicht im nächsten Level. Ich glaube nicht, es gibt jetzt schon so viele Kletterelemente. Ich glaube nicht, dass das irgendwie im letzten Level erst irgendwie freigeschalten wird. Das wäre ein bisschen komisch.
Aber hier steht da auch nicht mehr der Gute, ne? Hier stand er ja für die Brücke. Aber hier hinten stand er auch nicht, ne? Dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass er vielleicht erst im nächsten Level ist. Wir haben ja gerade so ein bisschen durcheinander gesprungen hier. Gehen wir hier nochmal raus. Guck mal, das sind noch andere Videos. Oder meint ihr, kommt das Klettern doch erst so viel später? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, oder Maxim? Finde ich auch. Guck mal, die Zoe, die ist viel schneller als wir. Ah ne, Quatsch, die heißt nicht Zoe. Wie hieß du nochmal? Soll ich dich zu einem Elora, bringen? Sorry. Toll, ich bring dich zu einem neuen Portal. Ah, okay. Das wäre also das offizielle zweite Portal. Und dann ist da bestimmt unser Geldgeier drin, den wir brauchen, um das Klettern zu lernen. Dann machen wir das auf jeden Fall auf 100%, denke ich dann. In Hurrikus. Ich weiß, du bist voll im Spiral Fever Warframe, hat auch ein neues Update bekommen und die neue Open World ist riesig, ich weiß. Hyperkid war auch schon da, der meinte auch, hast du schon Warframe gezockt? Ja, dem werden das Lachen gleich vergehen. Die Handwerker haben schon immer Ärger gemacht, aber jetzt haben sie uns auch noch mit Kraftfeldern getrennt. Such Dioden, um die Kraftfelder auszuschalten. Okay. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Diode, aber meine Augen sind leider nicht mehr so gut. Bei den ganzen Blitzstrahlen davor wundert es mich auch nicht. Genau, und bei dem Update war ich auch kurz online in Warframe, bin ich ganz ehrlich, aber ihr wart nicht da. Und dann habe ich auch relativ schnell die Lust verloren, weil die Gegner da auch einfach viel zu stark waren. Pazifist sein. Die sind sehr, sehr fix drin, ne? Also die Macher von Warframe sind wirklich sehr aktiv, was ich gut finde. Ich mag dieses Roboter-Ding nicht. Kann ich das umditschen, dieses komische Roboter-Ding? Okay. Der hat ausgejut. Und die meisten hören sich auch die Wünsche der Community. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Wie heißt die erste Welt? Meinst du von Spyro the Dragon oder was? Oder meinst du das erste Portal hier im Sommerwald? Das ist der Glimmer gewesen. Meistens jedenfalls. Na, alles kann man garantiert auch nicht umsetzen, wegen ich glaube, sonst wäre nur noch ein Godlike-Modus drin. Haben wir mal den Saft abgedreht. Hallo, Tinker. Oh.
Da war der schneller als ich. Oh, unser Sparks ist weg. Die brauchen wir zu essen. Hallo? Wir brauchen Sparks. Aber hier ist gerade nichts, was wir... Unser Sparks ist weg. Wir können auch nicht ein Abenteuer bestreiten ohne Sparks. Ja, hier. So. So, hier noch die Ratte. Dann ist Sparks zumindest schon mal wieder blau. Na, komm erstmal hier rüber. Ciao, ciao. Limit. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass wir schon diese ganzen Windmühlen-Dinger kaputt machen. Da haben wir noch ein Leben. Und dann nehmen wir das noch mit. Hier, da ist das für Sparks zum Futtern, dann ist er wieder gelb. Ne, grün. Ne, doch gelb. Ha, da waren wir diesmal schneller. Aus die Maus! So sieht er aus. Den haben wir alle ganz schön gegrillt. Was ist das da oben? Da oben ist auch noch jemand, mit dem wir irgendwie quatschen können. Aber dafür sind wir noch nicht hoch genug. Genauso wie hierfür. Müssen wir mal gucken. Aber wir können erstmal hier noch das Tor aufmachen. Na, na, na. So. Danke, hello. Spyro. Du hast alle elektrischen Barrieren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Handwerkern bewacht. Bitte nimm ihn als Belohnung. Danke. Ich sollte vielleicht mal die Zigarettenmarke ändern. Oh, guck mal, der hat geschlossene Augen. Würde ich aber auch bei diesen Brillen. Ich glaube, die tun euch nicht gut. So, aber jetzt haben wir hier leider auf meiner Hoffnung hin keinen geldgeilen Sack gefunden, der uns das Klettern beibringt, ne? Mist. Oder vielleicht ist er doch im Schildkrötenlevel. Und haben ihn da halt noch nicht gesehen. Aber hier müssen wir doch auch noch irgendwie hochkommen. Damit, genau. Wofür bist du? Du bist einfach nur ein Turbo-Boost, oder was? Ah, ja, warte mal, okay. Ich hab verstanden. Jetzt muss ich nur noch treffen können. Was aktiviert das? Okay, es deaktiviert was. Auch nicht schlecht. Ah, können wir da nachher drüber springen. Okay, verstehe. Wo haben wir denn noch was zum... Hier haben wir noch oben ein paar Edelsteine. Und Quest haben wir hier auf jeden Fall noch einige offen. Damit wir die Steinchen bekommen. Beziehungsweise die Leuchtkugeln. Okay. Das bedeutet, durch diesen Turbosprung müssen wir jetzt gleich zusehen, dass wir hier rüberkommen, oder was? Ich weiß noch nicht ganz, wie man da hochkommen soll. Aber auch hier.
Müssen wir kochen, vielleicht bis später. Bis später, Maxim. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend. Guck mal, warte mal. Was? Ah. Guck mal hier. Ja, ich hab das gesehen. Ihr wolltet den ärgern, ne? Diese Handwerkerdiebe klauen ständig unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzt und unseren Generator aktivierst, wäre ich dir sehr dankbar. Oh! Wie hieß das? Jetzt weiß ich, woran mich die Anzüge erinnern. Fake? Hieß das so? Auf jeden Fall mit so einem weißen, großen Typen und so einem kleinen blauen Pummeltypen. Hießen die nicht, hieß der nicht The Tick? Doch, oder? Ich habe hier doch Dingens, einen Comic drüber gelesen gehabt. Ich mein, Tick hieß der. Ja, wow, ich spuck die Dinger ja sensationell weit. Und wo? Da rein, ne? Ah, du bist eine kleine Ratte. Kann ich dich abfackeln? Auf jeden Fall besiegen konnte ich dich. Hey, sprichst du auch Englisch in deinem Stream? Nein, leider nicht. Silence. My English is from the other world and not the yellow from the egg. Das ist wirklich so. Ich könnte bedingt auf Englisch ein bisschen babbeln, ja, aber sonst so. Leider nicht, nein. Tut mir leid. So, hier war doch auch noch so ein Grobian, ne? Einmal stehen bleiben. Spyro-Polizei. Guck mal, von denen gibt es 10 Stück. Okay. Beziehungsweise habt ihr das auch, dass ihr Sprachen sehr gut verstehen könnt? Wie in meinem Fall mit Englisch auf jeden Fall. Aber selber nicht sprechen könnt? Oder schon sprechen könnt, aber nicht so gut? Du auch, Panda? Dann bin ich zumindest nicht der Einzige. Irgendwo fehlt da noch einer. Ich kann perfekt Englisch, wenn ich betrunken bin. Okay. Also ich kann perfekt Spanisch, wenn ich 3/4 im Tee habe. Wie so viele anderen dann auch in der Diskothek. Ist das euch mal aufgefallen, dass dann prinzipiell alle so ab 3 Uhr morgens in der Disse dann perfekt Spanisch singen können und alles verstehen, so so klingt das doch dann. Aber das interessiert, glaube ich, um die Uhrzeit dann aber auch keinen mehr. Okay, also wirklich schwer ist die Aufgabe ja nicht, auch wenn das 4 Sterne sind, ne? Aber es ist halt ein bisschen zeitintensiver, hier dann immer rumzulaufen, alles zu aktivieren. Aber ich glaube, das ist auch nicht so gesund, oder? Ganze Zeit diese Elektrobälle zu essen hier. Der ging daneben. Mua.
So, das Ganze müssen wir nur noch dreimal machen. Silence, dankeschön für dein Host. Und herzlich willkommen an deinem Mitbringsel. Einen wunderschönen guten Abend. An alle, die hier eingetrudelt sind oder eingetrudelt kommen. Deswegen hast du vorhin gefragt, ob ich auch Englisch spreche. Ich hoffe, das ist dann okay, wenn ich trotzdem straight auf Deutsch weitermache. Oder ich führe Denglisch ein. In Denglisch bin ich super. So, das Ganze müssen wir jetzt nur noch einmal machen. Oder nee, noch dreimal Dinger füllen hier, glaube ich. Kein Ding, der Engländer ist raus. Knaller, der Engländer ist raus. So, ach, der hüpft da hinten schon rum. Na, wo bist du? Da bist du. So. Jetzt können wir in Ruhe, so gehe ich mal stark davon aus, in Ruhe die Dinger hier reinmachen. Und dann haben die hier auch wieder ihr Strom. Aber erzähl mir, hattet ihr einen schönen Stream? Na, eine Kugel fehlt hier aber, oder? Ja, da. Jetzt erstmal was essen, deswegen. Dann lass es dir schmecken, Silence. Irgendwo muss hier noch ein. Hier fehlt auch noch eine Kugel. Da, hier. Meine. Die können wir schon mal mitnehmen. So, hier sind alle drin, ja. Dann nehmen wir nämlich die Kugel einfach mit. Und machen dann das hier hinten rein, wo hier noch fehlt. So! Danke, Spyro! Ich habe dieses glänzende Ding unter unseren Witzsteinen gefunden. Bitte nimm es als Belohnung. Dankeschön! Die Leute sind nicht so gesprächig, kein Problem. Vielleicht sind sie auch einfach nur von meiner Schönheit schockiert. Es werde Licht, so sieht's aus. So, das war die Ecke hier, ne? Und dann verkrümmeln wir uns mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben auf jeden Fall, weiß ich, irgendwo sind noch mehr von diesen Dingern. Von diesen größeren. Genau da sind ist noch einer. Oder hier sind noch zwei. Müssen wir die nämlich auch erstmal noch gucken, ob ich da hoffentlich die Kurve für kriege. Na, mir gefällt jeder Host und jeder ist willkommen hier, vor allem mit Spyro. Oh Gott! Jeder ist hier willkommen, ob 1, 2, 3, 4 Personen. Ich zock mit jedem gerne. Punkt. Ende aus Mickey Mouse. Hauptsache, ich habe Leute zum Quatschen. Das ist das Wichtigste. Okay, die Kurve war zu groß genommen. Guck mal, hier ging es dann jetzt auch hoch. Okay, wunderbar. Spyro, siehst du das große Gebäude da drüben? Die Handwerker stehlen da mit unserem Strom. Bitte hilf uns. Schalte die Maschinen im Inneren aus. Okay, da okay, machen wir. Heute war dein erster Stream war heute. Dann wurdest du ja quasi entstreamert. Klingt irgendwie falsch. Ich wollte entjungfert nur in einer anderen Variation sagen. So, mal gucken, ob wir das jetzt hier hinkriegen. Aber ich hoffe, es hat dann bei dir alles gut funktioniert, wie du es vorgestellt hast.
Das hier ist ja jetzt was für mich, ne? Aber auf Twitch macht mehr Spaß. Oh, ich finde beide Plattformen Spyro, gut. Du schlägst beide dich gut. Nimm dieses kleine Schmuckstück als Glücksbringer. Falls du Fragen zur Stilllegung der Fabrik hast, wende dich einfach an mich. Okay. Dankeschön. Oh, war die Kugel ja wirklich nicht schwer jetzt. Die nächsten Gleitflüge werden knifflig. Du wirst schweben müssen. Drück Aktion beim Gleiten, um zu schweben und höher zu kommen. Denk dran, Aktion zu drücken, wenn du ganz in der Nähe der Windmühle bist. Sonst schaffst du es nicht. Okay, Doki, danke schön. Schwierigkeitsgrad Stufe 5, unsere erste Stufe 5 Quest. Ich muss ganz ehrlich sagen, YouTube holt extrem nach, was das betrifft, was Streaming betrifft. Und YouTube ist sogar schon, meine ich, einen Schritt weiter als Twitch, was besonders so auch für Nicht-Partner betrifft und so oder Sachen. Ist das doch um einiges nicht anspruchsvoller im Sinne von es ist schwieriger, sondern wie heißt es? Lukrativer wäre jetzt, wenn man Geld verdienen würde damit. Auf jeden Fall, was ich sagen will, auf YouTube kann man auch als Nicht-Partner in wunderbaren 1080p streamen, wenn man möchte. Und kann. Ne? Und auch manche Features sind in der Hinsicht um einiges besser als bei Twitch, muss ich gestehen und finde ich auch so. Dafür hat YouTube hier und da ein paar Mankos, was Twitch natürlich besser hat und umgedreht. Also es ist im Moment so ein zweischneidiges Schwert, ob man Twitch oder YouTube mag. Ne? Das ist so ein Ding. Aber ich habe schneller Fever bekommen. Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Das ist ein Unterschied. So, uns fehlen jetzt noch 41 Edelsteine und die sind da. Dann hätte ich quasi statt von da. Ja, müssen wir noch mal ein ganzes Stück zurück, ne? Ja, okay. YouTube und Twitch haben Vor- und Nachteile. So sieht's aus, Simons. Nur was bei YouTube finde ich halt persönlich schon um einiges geiler, dass man halt wirklich auch als Nicht-Partner oder so halt wirklich in 1080p streamen kann, ohne automatisch andere Leute auszuschließen. Ich könnte jetzt hier auch in 1080p streamen, das wäre kein Problem. Ja, nur für dich dann auch zur Info, ne, vielleicht so net to know. Es ist dann die Tatsache, dass du Leute, die dann nicht unbedingt gutes Internet haben, das ist bei Maxim zum Beispiel hier oft der Fall, dann automatisch ausgeschlossen werden und deinen Stream einfach nicht gucken können, weil du nicht permanent diese Qualitätseinstufungen hast. Ach, schau mal, ich hätte das sogar skippen können. Ne, weißt du, was ich meine? Selbst, also ich bin ja Affiliate-Partner und Turbo. Und selbst bei mir haben nicht immer die Leute diese Qualitätsregler, dass sie runterstufen können von 900p. Und einige können schon 900p nicht vernünftig gucken, wenn man das auf 60 FPS und 60 FPS und halt, ja, volle Leistung mit Stream, ne? Also mit 6K Upload, beziehungsweise 6,5 ist Softlock und ja, alles darüber wird halt schwachsinnig, ne? Partner, die können natürlich weitaus darüber, die können auch problemlos in 1080p streamen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir, ja, von hier aus sollten wir das schaffen, ne? Ja, kriegen wir, guck mal, wir sind immerhin Meistergleiter, das kriegen wir hin. So, muss ja mal gucken. Fähigkeitenpunkt erhalten. Oh, Herzinfarkt! Hilfe! Der Schalter zum Ausschalten der Handwerkerfabrik ist in diesem Raum, aber es ist schrecklich laut da drin. Na, dann werden wir uns das doch mal angucken. Interessant zu hören. Anzuhören. Ja, es ist. Und das ist das, was ich bei Twitch wirklich am größten bemängeln würde, tatsächlich. Ist die Tatsache, dass diese Qualitätsregelung einfach fehlt. Für jeden. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, ob ihr gerade gucken könnt, ob das bei euch funktioniert. Aber ja.
Ne, und damit tut man halt automatisch viele, viele Leute ausschließen, was schade ist. Hier, das habe ich im Getriebe gefunden. Du kannst es haben, wenn du willst. Das nehme ich doch gerne. So, damit hätten wir bis auf 6 Edelsteine, die uns jetzt fehlen, hätten wir das Level fast auf 100. Müssen wir mal gerade gucken, wo die 6 Edelsteine sich versteckt haben. Wenn ihr die seht, könnt ihr gerne schreien. Aber so schwer kann das doch da nicht sein. Finde im Remake deutlich schwieriger. Ja, das stimmt sogar. Weil, besonders die grünen Edelsteine, und hier gibt's ja richtig schönes Gras, was ja auch animiert ist, sieht man manche Edelsteine auch halt einfach gar nicht mehr. Aber es ist schon... Ich finde das einfach toll. Punkt, Ende aus Mickey Mouse. Ich bin so ein richtiger Fanboy, glaube ich. Wo anderen Leuten garantiert auf den Sack geht, teilweise. So, hier war der Ausgang. Es war aber auch nicht mehr zufällig irgendwie so eine Metallkiste, oder? Spyro ist best, Mama Nero, absolut, da gebe ich dir recht. Und Mama Nero, vielen lieben Dank für dein Follow, herzlich willkommen im Seelenhain. So, mit O. Gerade gucken. Machen wir mal noch eine kleine Rundfahrt und gucken. Oh, warte mal, ich könnte vielleicht hier hinter noch? Nee. Okay, also hier hinter waren auch keine. Oder vielleicht habe ich auch hier noch einen übersehen? Nein. Mama Nero ist eine Viewerin. Spätestens jetzt? Ja. Hier waren auch keine Edelsteine mehr, ne? Hier war ja nur... Aber vielleicht ist hier ein kleines Hinterversteck noch. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass man von hier aus noch irgendwo... Nee, das brauchen wir nicht mehr. Aber scheint auch hier nicht der Fall zu sein. Von dir, achso. Ach, ich bin dermaßen neidisch gerade. Warum das? Edelstein, komm raus, wo immer du bist. Du hast bestimmt ein... Oder drei grüne. Was meint ihr? Sind es drei grüne Edelsteine? Oder... Ah, guck mal hier. Oder es sind einfach... Hier einzelne, womit uns dann zwei noch fehlen. Und das ist bestimmt ein grüner Edelstein, pass auf. Ein grüner, garantiert. Ich glaube nicht, dass das noch zwei rote sind. Das ist bestimmt nur so ein grüner Edelstein, der sich hier irgendwo im hohen Gras versteckt hat. Weil ich kein Spyro habe. Dann bleibt doch hier, Mama Nero. Genießt das so ein bisschen mit mir zu zocken. Ihr habt immerhin einen Vorteil. Ihr könnt dabei genüsslich Chips essen oder so. Aber ja gut, doch selber zocken, glaube ich, wäre nochmal geiler. Essen kochen und ein Stream schauen macht auf jeden Fall Spaß. Das freut mich zu hören, Silence.
I love to entertain you, hieß das, ne? Von Dingensbumsen. ProSieben. Ein grüner Edelstein, wo magst du sein? Oh, da sind zwei rote. Boah, lag ich ja echt daneben, ey. Ich hätte jetzt schwören können, das wäre noch ein grüner gewesen. So, damit hätten wir das Level komplett. 100%. Hätte jetzt gerne Pizza. Guck mal, die haben sogar Vampirzähne. What the fuck? Es werden keine zwei roten sein. Ja, das habe ich gesagt. Und dem war leider nicht so. Und dann würde ich sagen, dann mache ich zumindest für die Folge hier auf jeden Fall schon mal noch Cut und würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, wenn es euch gefällt. So diese Variante. Für alle, die Bock haben, warum ich jetzt gerade so voll kontextlos was laber, ist die Tatsache, dass das Ganze hier ohne meine Wenigkeit, ohne den ganzen Bling-Bling hier in Twitch, auch auf YouTube als reines Let's Play hochgeladen wird. Von daher, wer Bock hat, kann von hier aus nach YouTube gucken oder von YouTube auch mal auf meinen Twitch gucken. Das wird alles so ein bisschen so, you know, übergreifend sein. Von daher sehen wir uns an der Stelle in der nächsten Folge wieder.